Leute, herzlich willkommen zu Captain vs. Resident Evil 3 Remake und wir befinden uns in Runde 4. Wir sind jetzt mit Carlos unterwegs, wir dürfen mal jemand anderen spielen, der so wirklich weiter im Kanon der Story auftaucht. So, und wir haben die Karte. Oh, okay. Das heißt, wir wollen jetzt mal ein bisschen erkunden. Ich dachte mir schon. Stabil, Bruder. Was haben wir denn hier? Was zum Lesen wieder? Sicherheitsrichtlinie zur ID-Karte. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sich sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD. Was haben wir denn? Ungefähr Munition. Stacked. Das ist gut. Was hier? Mal gucken. Ton ist da. Ja. Wunderbar. Nein. What the hell was that thing? Oh, einer so. Also entweder ist es jetzt ein Licker. Couldn't have been a zombie. So lange hängt er da schon. ein Licker oder Nemesis? Sollen wir auch gar nicht rein. Es ist auch in Ordnung. Aber wenn das schon sagt, dann kommt er gleich wieder. Here we go. Hey. Was der eigentlich? Oh, jo. Lecker, 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 lecker. Nee, das war effizienter als Brad. Aber ich glaube, Brad war auch so ein bisschen so... Der schluckt eh mehr. Ach, okay. Warte mal, vielleicht der. Hey. Das Geräusch gerade eben hat mich schon ein bisschen auch fertig gemacht. Kurz in die Karte gucken. Na schön. T, you copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. Ach nö. Oh, der war gut. Kann ich? Nein, nee, ist in Ordnung. Ach, die kommen rein. Ich
Ohne Blendgranate. Ich glaube. Aus? Ich muss hier rauf. Hi. Kann ich mit Ihnen kurz über Position reden? Und ich frage mich jetzt auch noch hier, mir hinterher laufen. Ding ist, ich glaube, dass da auch was liegt. Feuer löschen. Komm wieder auf. Bleib mal liegen. Besiegen Sie zwei Gegner mit einem einzigen Geschoss. Geil! Ach komm! Alter, wir sind so am Abkacken. Und wir sind fast tot. Nicht schön. Das Ding ist, eigentlich neu laden. Ich würde jetzt eigentlich ist, wo will der hin? Mutig. Kommen wir hier rein. Shit. Locked. Sind doch auch welche drinne. Hier schon irgendwas an Health Items noch vorbeigelaufen. Nein. Dunkelkammer. Dunkelkammer hört sich schon mal gut an. Dunkelkammer hört sich an, da könnt. Das Liegen tritt sich fest. Wenn jetzt noch einer kommt. Ich sehe es nicht ein, nur das grüne Kraut zu nehmen. Ich sage euch auch warum, weil uns das nicht so viel bringt. So, ich, ah, seht ihr, guck mal, das hat gelohnt. Okay, das war... So, internes Memo. Hitzebeständige Tresor mit drei Zahnschlossen vom Stars Büro ins Büro Westseite verlegt. 9 nach links, 15 nach rechts. Soll ich das jetzt? Ich finde das nicht wieder. Ich sag euch, wie es ist. Check nochmal die Dunkelkammer ab. If cameras killed those things, I'd be set. Ja, nee, ist klar. Speichern.
Ja, aber in der Kiste haben wir eh nichts. Dann können wir jetzt das Büro sichern. Da ist bestimmt was Geiles. Ich brauche das bestimmt 5 Slots. Habe ich gesagt, aufstehen. Was war das jetzt? 9. Ist das richtig gemerkt? Bin ich gut? Also in ein paar Monaten frage ich mich, warum ich das fotografiert habe. Ich bin so schlecht in Handy auf. So, zum Stars Büro. Das ist ja oben. Haben wir ja schon gelernt. Das nehmen wir mit. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Ob, bevor wir irgendwie dann wieder wechseln, irgendwie alles in die Kiste reinschmeißen können und es wird dann hier geteilt mit der guten Jill. Ich neige dazu, schnell zu speichern. Wir müssen eh nach oben. Wir haben jetzt also sind gut dabei. So, wenn ihr euch denkt, oh, der Captain, der speichert aber viel. Ihr hättet mich mal seinerzeit, als wir, ist das schon 2 Jahre her? Oder war das letztes Tomb Raider 2 gespielt? Carlos, the Star's office is up ahead. Copy that. Warte. Ja. Es ist auch sehr hart irritierend. Was sind Kräuter, die man aufsammeln kann und was nicht? Oh, for fuck's sake. Why is it blocked? Nachricht an Hector. Wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf. Bitte, bitte. Wenn du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Wand bringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche eine zum Schließfächerraum geschickt. Wir bräuchten diese Batterie, wenn wir durch die Wand wollen. Also bin ich nach oben dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraumschlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich herauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken wegen der $600, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Ihr Glück, Kumpel. Aha, das habe ich mir gemerkt. Das stand ja unten auf dem Board. Und es ist Cap.
Okay. Na oben. Irgendwas. Er wird passieren. Müssen wir den ja aber wahrscheinlich einmal kurz untersuchen. Der steht doch klar. Was haben wir denn hier? Für so weiß ich nicht. Fett. Deo. Keine Ahnung. EDM. Musik. Ich weiß. Irgendwas noch nicht gefunden. Der wacht gleich auf. Er hat auch gerade gespeichert. Wieso? Das war doch auch im zweiten Teil schon so im Remake. Ei. Bleib einfach liegen. Tust du da? There you are, dick face. Der hört mich, der sieht mich ja nicht. Okay. Das. War alles nicht so optimal. Jetzt mit der Muni auch ein bisschen knapp, ne? So langsam. Aber mal. Haben wir den einen? Ja. So, was haben wir denn? Jetzt mal gucken, was hier so irgendwo drin liegt. Jetzt 06.
Sehr schön. Dann können wir zumindest beim nächsten Mal, wenn wir einen Licker begegnen, sagen, hier, nimm mal das. Können wir den so einen Böller ins Gesicht werfen. Komm, der Papa. Gehen wir jetzt mal speichern. Stand noch irgendwo. ECM. Wir uns. Müssen ja eh. Dann können wir da nicht rein. Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt so doof? Wir haben noch irgendwas im Büro liegen lassen anschauen. Was haben wir hier? Anscheinend. Liegen gelassen. Okay, Festnahme. Ich glaube, das ist. Ah. Ja, okay, das ist. Jetzt? Das ist. Ich sag's immer wieder, ich finde das sehr praktisch bei Resident Evil, zumindest bei den klassischen Teilen, dass eben in der Karte, ich habe ihn sehr wohl bemerkt, jungen Menschen, der gerade hinuntergestürzt ist, der uns Schlüsselbaum. Wenn wir jetzt nur ein grünes Kraut haben, lassen wir das auch. Ja. Nee, aber dass wir auf der Karte sehen können, dass wir wirklich schon jetzt auch alles haben in die. Nee. Hier habe ich Clip hoch. Das ist, war das jetzt von hier oben? Ja, also das ist glaube ich schon der erste, der. DCM. Da fährt's doch. Der kommt doch aus dem Schrank, oder nicht? Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Sicherlich auch. Okay. Jetzt müssen wir.
This asshole again. Stabil! Oh, no, no. Erste Hilfe. Würde schon gerne wissen, was im Locker ist. Sitzt ja nix. Oh. Dann komm. Oh. Sag mal. Junge! Er ist ja auch ein Massaker. Junge! Junge, was ist hier los? Die Musik ist schon mal aus. Ja, So, jetzt haben wir da drinne doch aber alles. Oh, Leute. Ich muss schon sagen, warte mal, wie lange haben wir denn jetzt? Eine gute halbe Stunde. Die Musik. Jetzt können wir ins Stars-Büro. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in Stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would.
You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. This'll take some time. Look around, see if you can find anything useful. Hell yeah. Aber in der Waffenkammer ist irgendwie nichts drin. Oder? Ja, Muni. Muni geht immer. Oh, 50 Schuss. Deluxe. Waffe? Schön hier. Boah. Ey. War alles, ne? Nee. Aussehen. Ein Kraut. Ein Kraut. Oh, jetzt haben wir richtig gut Health Items. Sehr schön. Damit. Ah, ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir nehmen einfach mal zwei Health Items. Ja, also wenn wieder ein Lecker kommen sollte. Ja, jetzt sollen wir zum Krankenhaus. Zu Fuß? Ein Taxi nehmen? Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bart. Der Carlos. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt echt mal genossen, eine halbe Stunde Resident Evil 3 zu spielen, ohne von Nemesis verfolgt. So, wie sieht es denn jetzt an der Front aus? Das muss ich erstmal eruieren. Wir haben das, wir haben das. Am I the only one who made it? Oh. Ach du heilige Ankündigung zur neuen UBCS-Waffen. Achso, nee, warte mal. UBCS, das sind ja. Ich dachte schon, Bioweapons. So, gute Neuigkeiten. Ich habe ein paar neue Waffen für euch. Mit denen ihr garantiert eure Mannschaften. Die heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt. Werden euch heißer machen als Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung. Vertraut mir, sie sind es wert. Okay. Schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standard-Granatwerfern konstruiert. Versucht ja nicht, sie in etwas anderes zu schieben. Das gilt auch für andere Sachen. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt.
Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair, gibt Kampf mit Reasoned. Reason Freaks nicht, also geht da raus und kämpft sich. Bike Dirty. Noch was und dann haben wir jetzt hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die. Wir gucken jetzt erstmal. Ohne. Den jetzt auch noch. Wir gucken, was kommt. Wir speichern ja eh. Ich habe mit den Froschen. Froschfischen. Wäre ja auch dumm. Außer das kommt jetzt. Eigentlich wäre das jetzt. Ach, fuck it. Was haben wir jetzt eigentlich im Granato-Werfo drin? Ich bin ausgewichen. Es läuft heute nicht so optimal. Ja, das Ding ist, ich sehe es einfach nur, dass Uni. Einfach flöten geht. Man kommt. Schön alle zusammen.
Oder nicht, wa? Always double tap. Das ist schon, ohne Witz, faszinierend zu beobachten, ne? Die sind ja langsam, die sind ja nicht mal schnell. Aber sobald die irgendwie in so einer Gruppe auftauchen, mit drei Leuten und mehr, Problem. Selten dämlich wird. So, wer von euch will nochmal aufstehen? Du? Gar nichts zu meinen. Vision Mau, wir gucken noch mal. Booker's still alive. I can't stay here. So viel Zeit muss sein. Der nicht kommt. Haben wir jetzt zwei rote Kraude, Kräuter, Kraut. Zwei rote Kraune. Ich Deutsch gelernt bei RTL 2. Ja, geil. Ist er. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mikhail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? Es wird nur noch nerviger jetzt mit Quicktime-Events. Wie sieht's denn aus? Sind wir schon? Jetzt sind wir aber fast tot. Digga!
Kräuter. Ernsthaft? Kommen wir hin. Können wir noch was mixen? Geschossen, ne? Boah, wo waren jetzt die blöden Kackgranaten? So. Moment. Aber da ist auch irgendwas an Muni hier liegen. Wir haben Minengranaten. Da haben wir. Warte mal, laufen wir auf die Minen. Was ist denn jetzt? Kollege, beruhig dich. Was haben wir noch ein? No. You're about to take a nasty fall. Geil. I need to stop it in its tracks. Ja, aber wie? Ich verstehe irgendwie den Fight nicht. Nee, was? Das kann's doch jetzt nicht sein. Hier noch? Er rennt, wir rennen auch. Ich doch irgendwie.
sind auch. Hier muss ja auch noch irgendwas liegen. Noch was? Hier. Minen, Granaten, irgendwas. Irgendwas, was wir gesehen haben. Alter, du kannst auch. Das war gut. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Och, Kinder. Zum Teil. Oder? Nein. Ich hätte doch. Ja, es ist auch einfach pervers, was der so frisst. Schon wieder. Ui! Die Richtung. Kann es doch auch nicht sein, dass dieser Kampf so lange dauert. Irgendwie ein Geräusch. Ich weiß nicht, was dieses Geräusch machen soll. Ist er? Ich bin einfach zu derbe doof für diesen Fight. Renn einfach. Ja. Das war's jetzt aber auch. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle atmen wir tief durch. Sehr tief durch. Mich vergeht wahrscheinlich jetzt ein Tag oder ich setze mich gleich nochmal wieder in und nehme Runde 5 auf. Für euch dauert es jetzt eine Woche. Aber man muss jetzt auch mal sagen,
Das ist jetzt das erste Mal in dieser Folge, dass wir gestorben sind. Sonst sind wir mal relativ gleich zum Anfang irgendwie mal hops gegangen, aber hey, jetzt zum Ende hin. Ja, Captain vs. Resident Evil 3 im Remake. Und es ist wirklich ein Versus. Ich sage es euch, wie es ist. Was mich jetzt schon richtig hart annervt, und ich weiß, dass das im Original anders war. Im Original konntest du auswählen, ob du Nemesis bekämpfen willst oder ob du flüchten möchtest. Hast du ihn bekämpft, hast du dann halt immer irgendein Goodie dann noch bekommen. Soll sich ja auch lohnen, aber du hattest mal. Ey, und ohne Witz, es ist jetzt Runde 4. Und bis jetzt hatten wir in jeder Runde von Captain vs. Resident Evil 3 immer ein Nemesis-Fight. Oder hau von Nemesis ab. Ich weiß, dass das Spiel Resident Evil 3 Nemesis heißt. Das ist mir durchaus bewusst. Aber so... Also, ich sag mal so, wie es ist. Der wirkt auf mich nicht mehr bedrohlich. Diese ganze... Das wird einem echt in diesem Spiel so genommen, weil man dann nur noch von angenervt ist, dass man permanent alle paar Minuten vor dem abhauen muss. Aber gut, also es ist ja, das ist das Nächste. Das fühlt sich an wie ein Endgegnerkampf. Das ist aber kein Endgegnerkampf. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Naja, dann freut euch auf Runde 5 von Captain vs. Resident Evil 3. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesem ein Like geben würdet. Also macht schön den Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare, auch wenn ihr jemanden grüßen wollt. Und ich sage Adios, Muchachos, und vielen Dank fürs Einschalten.